Heute, was geht ab, Leute? Hier? Heute werden wir endlich mal Entel pushen. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wieso ich den bisher nicht gepusht habe. Damals, wo er dann rauskam am Ende zu meinem Abschlussvideo, hätte ich den auf Max pushen können. Weil ich habe eigentlich einen guten. Ich habe sogar zwei 98er. Einer mit 15 Angriff, einer mit 14 Angriff. Heute pushen wir den mit 15 Angriff für Regi Eis natürlich. Ist ein guter Konter. Und noch natürlich dazu, bei jedem Push- oder Arena-Video, Raid-Video, haben wir eine Box. Ein paar haben mich gefragt, wieso schon lange kein Video mehr von der Box kam. Schaut dann an Lootchest für die Box. Die machen wir nach dem Pushen auf. Ihr seht, die ist eigentlich richtig zerstört gerade. Letzte Woche kam die an, aber ich war nicht zu Hause. Sprich, die wurde bei der Post abgegeben. Die Post hat nur von 9 bis 18 Uhr offen. Und ich arbeite von 9 bis 18 Uhr. Sprich, ich musste eine Woche warten, bis ich die dann bei der Post am Samstag abholen konnte. Was richtig leidend war. Aber wie gesagt, mehr dazu später. Jetzt pushen wir erstmal mein Entei. Übrigens, Arktos ist noch einmal da eine Woche. Und danach haben viele die Vermutung oder glauben, dass die drei legendären Raubkatzen, okay, der ist vielleicht nur 96, nicht 98, aber auf jeden Fall der ist 98. Ah, und der hat vielleicht nur 14 Angriff, Moment. Ja, der hat nur 14 Angriff, aber egal. Den pushen wir trotzdem. Stern kriegt er auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, viele denken, dass nach Arktos dann die drei Raubkatzen, Entei, Suicune und Raikou, als Feldforschungsdurchbruch kommen. Ich glaube auch eigentlich. Es kann sein, dass erstmal eine große Überraschung kommt, irgendwas Besonderes. Ich wüsste jetzt nicht was, aber ihr wisst ja, Arktos, also erstmal Moltres, Lavados, Moltres 3, Zapdos, Dos 2 und Arktos, also Arctic Uno 1, aber 3, 2, 1. War so eine Theorie von den Leuten. Mal schauen, ob da was dran ist, ob da irgendwas Besonderes kommt jetzt im Juli bei der Feldforschung. Wenn nicht, dann kommen einfach die drei Raubkatzen. Unter anderem jetzt hier Lavados, Entei. So. Ich habe gar nicht geschaut, ob ich genug Bonbons habe, aber ich glaube schon, dass ich 248 hatte. Hatte ich nämlich schon mal vorbereitet, wollte ich auch schon mal pushen, aber hat sich nicht ergeben. Ich habe eine Top 5 Feuer-Pokémons-Liste gemacht, aber Feuer bisher nicht gebraucht. Jetzt dann für Regi Eis, aber ansonsten braucht man Feuer eigentlich bisher so in Pokémon Go nicht wirklich. Nichtsdestotrotz, es wird Zeit. Ah ja, ich weiß auch noch, ich habe den aufgehoben, weil ich wollte mal ein ganz großes, fettes Video machen, wo ich einfach alle Legendären pushe, aber das hat einfach zu lange gedauert und es kamen immer mehr Legendäre. Ich konnte da irgendwann nicht mehr mithalten. So. Ah, das dauert noch ein Weilchen. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie hoch der kommt. Hab noch nicht so viele Max Entei gesehen. Raikou wird oft gemaxt, habe ich auch schon eingemaxt. Weil er halt top, bester Donnerangreifer momentan ist. Aber Entei, wie gesagt, Feuer bisher nicht so notwendig. Habe ich nicht viele gesehen bisher. Jetzt für Regi Eis haben wir natürlich Entei gepusht und gemaxt, wollte ich sagen. Da wurde gepusht und gemaxt gerade ein bisschen vermischt. Also gepusht und gemaxt. Aber davor habe ich echt wenige gesehen. So. Schreibt nur in den Kommentaren natürlich, was euer bester Entei ist und ob ihr schon einen gemaxt habt oder ob ihr noch einen braucht und aus der Feldforschung dann hofft, dass ihr einen bekommt. Weil viele hatten ja die Vögel gar nicht und durch die Feldforschung haben die jetzt endlich den Dex-Eintrag und manche haben sogar jetzt einen guten dadurch. Ich leider nicht. Ich habe keine guten bisher gezogen. Beste war 93er Lavados von allen Quests. So. Und wir fallen unter die 4 Mille. Alter. Wann hatte ich das letzte Mal unter 4 Millionen Staub? Ich kann mich gar nicht mal mehr erinnern. Das ist schon echt eine Ewigkeit, ja? 3999, Alter. So. Also, er kommt nicht so hoch. Der wird auf jeden Fall nicht meine Top 6, Top 9, nicht mal Top 12 oder so knacken.
Also Raikou war bei 3-3 oder so. Irgendwie sowas. Mal schauen, ob er da in der Richtung irgendwo ist. Schwächer oder stärker als Raikou sein wird. So. Gleich haben wir's. Also von 20 auf 40. Das geht noch. Was Push anbelangt, nicht zu viel, dauert nicht zu lang. Ist jetzt nicht allzu übertrieben. So. Okay, die 3-3 knackt er. Ich bin gespannt, jetzt dann im direkten Vergleich mit Raikou. Und. Ich habe genau 248 Bonus gehabt, genau. Habe ich gut vorbereitet. Das GPS-Signal-Ding stört. Man kann gar nicht seine Max-WP sehen jetzt. Jetzt ist er Max, aber wir können die WP nicht sehen. Doch da. 3364. 98er Entei. So, Vergleich. Moment. Da. Er ist sogar stärker als Raikou. Um ein paar. Ihr seht's. 98er Raikou, 98er Entei. Bei den Raubkatzen hatte ich relativ viel Glück. Da war ich noch Free-to-Play. Gar nicht so viele Raids gemacht, nur den täglichen. 96er Suicune, 98er Entei, 98er Raikou. Eine ziemlich gute Ausbeute. Aber das war's erstmal davon. Und jetzt machen wir noch die Box auf. So, ich bin gespannt. Wir hatten echt schon lange keine mehr. Wie gesagt, die war verschollen bei der Post. Die Box. Nochmal, danke an Lootchest. Jeden Monat eine besondere Box. Mehr Infos zu denen unten in der Beschreibung. Zu einem bestimmten Thema. Hauptsächlich was Gaming, Nerd, Anime, Zeugs angeht. So. Also, wie immer, natürlich ein Shirt am Start. Warte mal. Nicht, dass die Kiste euch verdeckt. So. So. Okay, checken wir erstmal das Shirt ab. Das Shirt ist. Irgendwas Japanisches, aber auch irgendwie nicht. Also, zuerst dachte ich an Keanu Reeves. Aber. Boah, das sagt mir echt gar nichts. Falls jemand weiß, was das sein soll, gerne unten in die Kommentare. Aber ich habe gar keinen Plan. Dann, weiter geht's. Oh! Yo! Yo, das ist schick. Eine Super Nintendo Kette. Und die sieht sogar echt cool aus. Zeige ich euch mal näher. Also die sieht echt edel aus. Das ist echt cooles Teil. Also ich werde es jetzt nicht anziehen und aufmachen und anziehen, aber sieht ganz gut aus. Schauen wir mal. Vielleicht ziehe ich sie an. Dann haben wir noch was cooles. Batmobile. Sammelfigur. Heute, also die Box ist besonders cool. Alter. Mit Hologramm-Hintergrund. Wow. Krass, Alter, die Box ist bisher eine der besten, wenn nicht sogar die beste. There's no time for peace. Warhammer 40.000. Metall. Metallplatte, Metallposter. Also Warhammer, nie gezockt, aber ihr wisst ja, früher haben wir Yu-Gi-Oh! Gezockt. Und es gibt auch besondere Flächen, Spielflächen für Warhammer. Wir haben also die Räume immer geteilt. Ab und zu haben wir auch die Warhammer-Spieler gesehen. Aber persönlich nie gezockt. Dann. Oh. Ist eigentlich schon spät. Ich habe keinen Bock, die zu essen. Aber es gibt ein paar Kaugummis. Die habe ich. Alter, die will ich echt nicht essen jetzt. Die heißen Destroyer. Alter, wer will um 22 Uhr Destroyer-Kaugummis essen? Also ich nicht, aber ich esse die noch. Und dann haben wir hier ein kleines Heftchen. Spielleiterschirm. Oh, oh, das ist irgendein Spiel. Oh, okay, okay. Grundregelwerk zum halben Preis. Weltbeherrschende Megakonzerne, geheimnisvolle Astralkräfte, Abgründe in den Tiefen der Matrix. Registriere dich, lege die PDF des Grundregelwerks in deinen Warenkorb.
Shadowrun. Was? Ist das... Ah, okay. Ich glaube, das ist sowas wie Dungeons and Dragons. Auch das wurde im Funtainment immer in den anderen Räumen gezockt. Auch das haben wir nie gezockt. Aber sieht cool aus. Ja. Und das war's. Eine kleine Anleitung noch, was das alles ist. Aber coole Box. Danke an Lucius. Die Box war echt. Vor allem das hier. Echt der Hammer. Checkt die ab, wenn ihr wollt. Ansonsten, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, was euer bestes Ente ist. Habt ihr schon eingemaxt? Habt ihr überhaupt den Decksantrag oder braucht ihr den noch? Und ansonsten folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon is serious business.